Der Hoffnungsträger des HSV auf dem Weg zur Arbeit. Seit 2 Wochen trainiert Raphael van der Vaart gemeinsam mit seiner neuen Mannschaft. In Frankfurt feiert der 29-Jährige endlich sein Bundesliga-Comeback für den HSV. Ja, ist natürlich aufgeregt, ja, und ich denke, dass wir 2 sehr gute Wochen gehabt haben mit 2 Freundschaftsspielen, gut trainiert. Wir sind topfit und ja, jetzt muss es wieder so wie ein neuer Anfang, und ja, wir brauchen schnell die Punkte, und deswegen fahren wir auch mit viel Vertrauen nach Frankfurt. Die Erwartungen sind hoch. Als Heilsbringer gefeiert, lastet viel Druck auf Van der Vaarts Schultern. Natürlich ist ein Druck da, aber das ist auch schön, das gehört dazu. Und da muss man mit leben. Ich denke, dass er damit gut umgehen kann. Er ist ein erfahrener Profi, der eigentlich alles schon erreicht hat. Und von daher macht er ja auch im Training nicht den Anschein, als wenn ihm das jetzt was ausmacht oder ihn belastet, sondern er macht einen hervorragenden Eindruck. Man sieht sofort, dass er kein Fremdkörper ist, sondern dass er voll integriert ist. Er bekommt jeden Ball. Gemeinsam mit dem Kroaten Milan Badel, der nach Oberschenkelzerrung wieder zur Verfügung steht, und dem Tschechen Peter Jiracek bildet Van der Vaart die neue Mittelfeldachse des HSV. Eine Schaltzentrale, die sich sehen lassen kann und nicht nur bei den Fans große Hoffnungen weckt. Ich glaube, im Verlauf der Saison werden wir einfach positiv praktisch überraschen können, weil mit dem HSV jetzt im Moment gar keiner mehr rechnet. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel, das ist auch klar. Am Sonntag versuchen wir, die 3 Punkte einzufahren. Wir müssen jedes Mal gewinnen. Und wenn man ganz unten steht, ist es immer schwer, wieder rauszukommen. Aber ja, es ist noch früh in der Saison, und natürlich haben wir ein gutes Kader, und wenn das Vertrauen zurückkommt, dann kann alles passieren. Mit Van der Vaart zurück nach Europa. So wünschen es sich die HSV-Anhänger. In Frankfurt geht es für den Hoffnungsträger und sein Team allerdings erst einmal darum, die ersten Punkte in der Bundesliga einzufahren.